willkommen zu den BW1 Nachrichten. Um Weihnachten und zwischen den Jahren ruht die große Politik, auch im Land. Das gibt uns wieder die Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Wir beginnen mit dem Januar, in dem Baden-Württemberg im Schnee versank, das Bildungsministerium über sinkende Schülerzahlen informierte und das Land auf eine ganz spezielle Grippeform zurückblickte, die im Vorjahr viele Menschen in Angst und Schrecken versetzte. Januar 2010. Das Land zieht eine erste Bilanz zum Thema Schweinegrippe. Dieses Virus hatte seit Mai 2009 Schrecken und Panik verbreitet. Dem Virus H1N1 war durch eine Genmutation der Sprung auf den Menschen gelungen. Nicht Ältere wie sonst, vor allem Jüngere sind bei Ansteckung und Erkrankung besonders gefährdet. Experten sind alarmiert. Und jetzt sterben die jungen Menschen. Das ist, ohne dass man viel weiß, ein Beweis, dass es eine neue Variante eines alten Virus ist. Eine virale Massenepidemie mit Tausenden von Toten halten nicht wenige Experten zu diesem Zeitpunkt noch für möglich, sollte das Virus weiter mutieren. Antivirale Mittel gegen diese Grippe gibt es nur wenige und von diesen zu wenig im Land. Sonderrationen werden geordert und Bund und Land entwerfen einen Pandemieplan. Seit Mitte November konnten sich die Bürger im Land impfen lassen. Schon vorher waren aber sie an der Reihe. Wichtige Funktionsträger in Schlüsselpositionen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Bis Januar sind rund 33.300 Menschen in Baden-Württemberg an Schweinegrippe erkrankt. Rund 3% aller Menschen mussten die Schweinegrippe im Krankenhaus auskurieren. Andere Patienten werden zur häuslichen Quarantäne verdonnert. 14 Menschen starben. Mit dem Ende der Grippesaison kommt dann aber Entwarnung. Ein weiteres Dauerthema war er. Ein ungewöhnlich harter Winter bringt im ganzen Land Schnee und Kälte zuhauf. Zur Freude nur mancher. Sie nutzten den Schnee zu sportlicher Betätigung. Der Winter 2009-2010 brachte Liftbesitzer zum Jubeln und so manchen Autofahrer zum Verzweifeln. Auf einen solch harten und langen Winter waren viele Kommunen nicht vorbereitet. Vielerorts geht das Streusalz aus. Kinder gibt es laut einer Statistik im Januar immer weniger und das macht Sorgen. Bis zum Jahr 2030 rund 25% weniger Schüler, 300.000 weniger an Allgemeinbildenden und ein Minus von rund 135.000 an beruflichen Schulen. Dem Hightech-Produktionsland Baden-Württemberg drohen seine Azubis und damit die Fachkräfte auszugehen. Trotzdem will das Land keine Lehrer einsparen. Die Landesregierung kündigt im Januar das Programm Qualitätsoffensive Bildung an und verspricht im Nachklang des PISA-Schocks zusätzliche Lehrerstellen für weniger Schüler. Das Festhalten am traditionellen dreigliedrigen Schulsystem durch die Regierung wird vor allem von der Landtagsopposition und den Gewerkschaften kritisiert. Abgelehnt wird auch die Einführung der Werkrealschulen. Zu diesen soll ein Teil der Hauptschulen werden, um dort das in die Kritik geratene Niveau zu heben. Doch nicht jede Hauptschule kann Werkrealschule werden. Vor allem in ländlichen Gebieten drohen Schulschließungen und Proteste. Als er im Januar im Zollernalbkreis vor das Publikum tritt, weiß er noch nicht, dass er im Laufe des Jahres im Zentrum einer Auseinandersetzung stehen wird, wie sie das Land seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. In Stuttgart planen Bund, Land und Bahn, von der breiten Öffentlichkeit nahezu unbemerkt, seit 15 Jahren diesen neuen Tiefbahnhof. Und diese neue Schnellstrecke von Stuttgart über Wendlingen nach Ulm. Für Stuttgart 21 Sprecher Wolfgang Drexler und das Publikum im Zollernalbkreis ein absolutes Jahrhundertprojekt. Wir werden 4 Bahnhöfe neu bauen bzw. komplett umbauen. Die Bahnstrecke und der Bahnhof, so Drexler für die Bahn und das Land, werde die Regionen anbinden und als Teil einer europäischen Traversale von Wien bis Budapest Millionen von Menschen von der Straße auf die Schiene bringen und 10.000 neue Arbeitsplätze ins Land. Das kann mehrere 10.000 Demonstranten bis zum Ende des Jahres nicht überzeugen. Und die Proteste gegen Stuttgart 21 bleiben wie das Bahnprojekt bis zum Jahresende auf der Agenda der Landespolitik. Soweit der BW1 Jahresrückblick für heute und den Januar 2010. Morgen geht es unter anderem um den bedeutungsvollen Spatenstich für ein Bahnprojekt und um einen neuen Ministerpräsidenten. Einen schönen Abend, auf Wiedersehen.